Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Und wir starten heute mit der nächsten Quest-Reihe mit dem nächsten DLC mit der Happy Trails Karawane. Howdy, mein Freund. Sie haben einen kleinen Funkspruch empfangen? Ja, Sie sehen so aus. Moment mal, Sie kenne ich doch. Na klar. Sie sind Alice McLaughertys neuer Stern am Himmel, habe ich recht? Und Sie wollen wirklich bei uns mitmischen? McLafferty hat es nicht gern, wenn jemand abgeworben wird. Ja, okay, los geht's. Jetzt haben wir kommen. Erzählen Sie mir mehr über den Auftrag. Sind Sie mehr mit der Karawane? Erzählen Sie mir mehr über den Auftrag. Der Job ist ganz einfach. Sie helfen uns nach Zion und Neukana anzukommen. 25 Kronkorken pro Tag. Eine Hälfte sofort, die andere bei Rückkehr. Einen Aufschlag gibt's, wenn wir es nach Zion schaffen. Und noch einen, wenn wir Neukana erreichen. Ach und noch was. Erwähnen Sie niemanden gegenüber den Namen Joshua Graham. Verstanden? Wer ist Joshua Graham und warum sollte ich nicht über ihn sprechen? Lassen Sie's einfach. Das macht die Neukanaaniter mächtig sauer und die Stammesleute würden sich die Hosen voll machen. Und kein Wort über den Verbrannten rate ich Ihnen. Zu Ihrem eigenen Besten, glauben Sie mir. Erzählen Sie mir etwas über die Happy Trails Caravan Company. Wir sind ein kleines Unternehmen aus Sacktown im Norden der RNK. Auf unserer kleinen Runde machen wir auch Geschäfte in New Reno. Hatten auch eine schöne Tour nach Salt Lake City, aber dann verloren wir den Kontakt mit Neukanaan und alles ging vor die Hunde. Klingt, als sei Happy Trails finanziell angeschlagen. Falsch 45. Richtig. Salt Lake City zu verlieren war ein herber Schlag. Wenn wir den Kontakt nicht wiederherstellen, sitzen wir in der Scheiße. Wieso können Sie nicht nach Salt Lake City? Ohne Neukanaans Mission in Zion führen die einzigen Wege nach Salt Lake City die alte E80 entlang oder oben durch Ogden. Der Highway ist zu riskant. Die Ranger der RNK haben schon in der Mojave genug zu tun, als sich hier noch um die Raider zu kümmern. Ogden ist zu weit ab vom Schuss. Die Reisekosten wären höher als unsere Einnahmen. Was können Sie mir über Neukanaan sagen? Ich weiß nicht viel über den Ort, aber ich kenne das Völkchen dort. Die Neukanaaniter sind irgendeine religiöse Gruppierung von vor dem Krieg. Sie kontrollieren die alte Innenstadt von Ogden, nördlich von Zion. Und unten im Canyon haben sie eine ziemlich wehrhafte Mission. Oder hatten eine. Sie treiben einen regen Handel mit den Stämmen in Zion. Jedenfalls mit denen, die sie nicht sofort umzulegen versuchen. Wissen Sie irgendetwas über Ihre Religion? Ich bin da nicht so bibelfest. Sie haben für Ihre Waren bezahlt und uns anständig behandelt. Alles andere hat mich nicht interessiert. Aber dass Sie gläubig sind, heißt nicht, dass Sie Pazifisten sind. Die wissen sich schon zu verteidigen und sind verdammt gute Schützen. Wissen Sie nicht, was aus Ihrer Mission geworden ist? Nein. Darum ja diese Karawane. Wenn wir den Kontakt zu den Neukanaanitern nicht wiederherstellen, können Happy Trails gleich einpacken. Ich hätte ein paar andere Fragen. Schießen Sie los. Nö. Diese Karawane zieht also nach Zion. Was können Sie mir über diese Gegend erzählen? Tja, ich war selbst nie dort. Hab ein bisschen Handel mit den Neukanaanitern in ihrer Mission dort getrieben, aber das war nur im Außengebiet. Nach dem Krieg waren alle Wege rein und raus zerstört, aber wir kennen einen Pass, den die Neukanaaniter benutzen, und den nehmen wir. Darum wollte ich jemanden mit einem Pip-Boy in unserer Karawane dabei haben. Seine Karte wird uns im Gelände sehr nützlich sein. Ich war in letzter Zeit nicht in Utah unterwegs. Wie ist die Lage? Nicht gut, das kann ich Ihnen sagen. Nicht wie in der Mojave oder der RNK. Verdammt, sogar in Arizona unter Caesar ist es sicherer. Überall diese verdammten Raider. Ganze Stämme von Degenerierten, die einen am liebsten auffressen würden. Kriegstreiber, das volle Programm. Kaum mal ein Ort für ein anständiges Geschäft. Neukanaan ist so ziemlich der einzige, der mir da in den Sinn kommt. Erzählen Sie mir was über die Raider. Was gibt's da schon groß zu erzählen? Durchgeknallt, voll gepumpt mit Medikamenten, gewalttätig wie nichts Gutes und nicht allzu schlau.
Die 80er sind die schlimmsten, aber von denen halten wir uns diesmal fern. Degenerierte Stämme? Ja, die Stämme, die vor dem Krieg in Zion gehaust haben, wurden nicht einfach nur ein bisschen wild, sondern regelrecht barbarisch. Die meisten sprechen nicht einmal mehr unsere Sprache. Man braucht einen Neukaner Anita Dolmetscher, um mit ihnen zu sprechen. In Acht nehmen sollten sie sich auf jeden Fall vor den Weißbeinen vom Great Salt Lake. Die greifen beinahe jeden an, der nicht zu ihnen gehört. Kriegsherren, wie gefährlich sind sie? Gefährlich genug, dass wir uns ihnen lieber nicht nähern, wenn möglich. Muss ja nicht sein, dass mein Kopf die Zinnen irgendeiner Tankstelle ziert. Ja, das ist wahr. Wie wäre es mit deiner Runde? Das weiß man, wir sind alle bereit aufzubrechen. Darauf wette ich. Aber wir haben hier nur noch Platz für einen. Ihre Freunde müssen sie leider zurücklassen. Das kann ich wohl machen. So, Veronika. Ja, es tut mir leid. Ja, du musst wieder mal gehen. Nett. Kann ich den Zimmerservice Idee hat der Sachen dabei, ja, doch Sachen da, ne, Essen brauche ich nicht, das ist nicht wichtig. Die Arzttaschen nehme ich mir mal 5 mit. Der Rest ist erstmal. Jo. Was? Also mit dem Plasma-Relais hast du das Energiezellen, kannst du Flammenwerferbrennstoff herstellen? Jetzt auch im Lucky 38, so noch. Willst dich dieser Karawane anschließen, was? Siehst mir aus, als könntest du auf dich selbst aufpassen. Was machst du hier? Meinen Lebensunterhalt verdienen. Jed hat mich als Karawanenwache für diese Expedition von ihm angeheuert. Die Arbeit gefällt mir. Ich habe versucht, an einem Ort zu bleiben, aber das klappt nie. Bin in New Reno aufgewachsen und ich konnte die Schlangengrube nicht schnell genug hinter mir lassen. Dann habe ich die besten Jahre meines Lebens mit Sheriff-Spielen in Caliente, ein Kaff im Norden an der 93, verschwendet. Echt ätzend. Wenn du mich fragst, am besten in Bewegung bleiben. Dann ändert sich wenigstens die Landschaft. Wie war es in New Reno aufzuwachsen? Stell dir New Vegas vor, wenn da kein Typ wie Mr. House wäre, der für Ruhe sorgt. Dann hat noch jeder eine Knarre und ist jetabhängig. Die Stadt wird beherrscht von einem Haufen Verbrecherfamilien. Gesetz ist kaum der Rede wert. Mach Ärger und du hast ein Grab in Golgatha vor der Stadt. Schmierig ohne Ende. Nutten und Drogen rund um die Uhr. Kannst nicht die Straße lang gehen, ohne dass man dir anbietet, in einem Porno mitzuspielen. Also habe ich meinen Arsch da rausgeschleppt, solange er noch mein war. Glaubte, das Gesetz wäre die Antwort auf jedes Problem. Naiv, was? Erzähl mir was über Caliente. Der Ort machte seinem Namen alle Ehre. So viel ist klar. Wenn du Süßwasser hast und ein bisschen geothermische Energie, ist da immer eine Gang von Arschlöchern, die dich dafür umbringen will. Hab mehr Jahre damit zugebracht und mir mehr Kugeln eingefangen, als ich zugeben mag, um das Höllenloch vor Gefahren von innen und außen zu schützen. Wenn's nicht 80er oder Weißbeine mit Überfällen waren, war's ein sturzbesoffener Städter, der versucht, einen Streit mit einer Schrotflinte zu gewinnen. Hatte die Schnauze voll davon, die Leute zu erschießen, die ich beschützen sollte. Also mache ich jetzt das. Waren die 80er eine Gang oder ein Stamm? Was ist der Unterschied? Raider sind Raider. Paar von denen sind in die Stadt gestürmt und haben 2 Nutten verschleppt. Hilfs-Sheriffs und ich sind hinterher. Geradewegs ins Revier der 80er. Als wir zu den Bräuten aufgeholt hatten, war nicht mehr viel von ihnen übrig. Also sind wir nach Hause. Haben es ohne weitere Verluste nach Caliente geschafft, wurden aber den ganzen Weg beobachtet. So wenige decken das ganze Gebiet ab. Gruselig. Wenn die 80er uns hätten töten wollen, wären wir tot gewesen. Schätze, die dachten, wir sind den Ärger nicht wert. Was kannst du über die Weißbeine erzählen? Wir gingen ihre Überfälle nordöstlich von Caliente. Manchmal. Aber dann brachen vor 10 Jahren die Wüstenranger auseinander und gingen in die RNK auf. Bald genug schwärmten die Weißbeine über den ganzen Abschnitt der I-15. Die Leute lernten nicht, nach Norden zu fahren, wenn ihnen ihr Skalp lieb ist. Schließlich zerstörten die Weißbeine die Brücken über den Virgin River drüben in Arizona. Ende der Geschichte. Aha, bis bald. Bis die Tage denn. Yo.
Dieser Turm auf dem Strip? Wiki! Bist du auf Ärger aus? Davon habe ich jede Menge, also sieh dich in meiner Nähe vor. Alles klar. Grundlose Feindseligkeit und allgemeine Unruhe. Wie lange bist du schon von Psycho abhängig? Hey, 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 leck mich! Von Psycho habe ich nichts gesagt! Du reist mit leichtem Gepäck, trag ein paar Gegenstände für mich, ich zahle gut dafür. Ich reise absichtlich mit leichtem Gepäck. Wenn der Preis stimmt, sage ich Jet, dass ich weniger trage und du mehr. Was ist dein Angebot? Falschen 100. Ich werde dir 50 Kronkorken geben, um sicherzustellen, dass Jet mich mehr Ausrüstung mitnehmen lässt. Du bist im Geschäft. Zum Glück vertraut er mir. Joa. 100 Pfund was? Machst du hier draußen außer viel zu reden? Der Herr will wissen, was ich so mache, ja? Alles, was ich verdammt nochmal will. Ich bin einzigartig. Ich bin schon überall gewesen, okay? Und ich habe dies und das gemacht. Alles Mögliche. Und wenn die Zeit zum Abmurksen gekommen ist, zur Hölle, ja, dann werde ich zu einem verdammten Todessturm. Wenn etwas oder jemand den Fehler macht, sich Ricky in den Weg zu stellen, dann werde ich ihn, sie oder es per Kopfschuss ins Jenseits befördern. Eigentlich ist das mein Spitzname. Kopfschuss, Ricky. So heiß ich. Kopfschuss, hm? Wie hast du diesen Namen denn bekommen? Ich sehe, du hast einen Pippo in deinem Voltanzug. Wie viel Volt... Gut gemacht, Adlerauge. Natürlich habe ich einen Pitboy und einen Voltanzug. Na und? Wozu benutzt du deinen Pipboy? Sorry, aber der Mist, den ich damit anstelle, übersteigt deinen Horizont. Es wäre Zeitverschwendung, das so zu erklären, dass du es verstehst. Es macht mich zu einem knallharten Typen. Ich meine, noch knallhärter. Ist echt unvorstellbar. Es ist ja nicht nur ein Armband. Jet sagt, dass es da drin Karten und so Zeug gibt und damit werde ich diese Karawane zum Zielort führen. Aber das wusste ich ja alles sowieso schon. Ist Arschloch. Hast du nicht bemerkt, dass ich auch ein Pip-Boy habe? Was? Natürlich wusste ich das. Das habe ich zuerst an dir bemerkt. Ich habe mich schon so sehr an meinen gewöhnt, dass es ganz normal ist. Denk ja nicht, was Besonderes zu sein, weil du einen hast. Dein Pip-Boy funktioniert nicht. Der Bildschirm hat sich aufgehängt und der Reboot-Knopf fehlt. Ha, Unsinn! Mit meinem Pip-Boy ist alles in Ordnung. Ich meine Pip-Boy. Das ist mir sehr wichtig, also vermassel's nicht. Auf was bist du eigentlich aus? Ich will, dass du Leine ziehst. Wir brauchen dich nicht auf diese Expedition. Na gut, du hast gewonnen, Arschloch. Führ die Expedition ruhig in einen verdammten Hinterhalt. Hoffentlich sterbt ihr alle. Von dem aus man mal... Huch! ...gehen kann? Angeblich ist der nicht mehr verriegelt. Ja, zum Glück ist der weg. Was passiert, wenn ich hier lang gehe? In das Zion-Tal reisen. Ach so. Ja, gut. Das ist, so zum Glück ist dieser Arsch weg. Ist irgendwas? Nö. Ein Glück, dass sie da sind. Jetzt, nachdem Ricky die Biege gemacht hat, haben sie den einzigen Pip-Boy. Ich bin bereit, nach Zion zu gehen. Darauf wette ich. Aber so beladen wie ein Pack Brahmin, nehmen wir sie nirgendwo mit hin. Warum die Gewichtsbeschränkung? Sie waren noch nie in Zion, oder? Vor uns liegt ein Haufen verteufelt enger Schluchten und schwindelerregend hoher Gebirgspässe. Zu viel Gepäck und sie stecken fest wie ein Supermutant, der aus einem Gulli kriecht. Und zu viel Gewicht ist tödlich bei der dünnen Luft da oben. Alles klar, sobald ich weniger als 100 Pfund trage, komme ich zurück. Da hinten steht eine Truhe. Da drin können sie ihren Kram sicher verstauen, bis sie wieder da sind. Wo? Ach, die hier! So, 100 also. Ja, dann gehe ich erstmal zum Waffenschieber, wie ich gerade mal gemerkt habe. Weil ich habe noch ein paar Sachen dabei. Die kann ich loswerden. Willkommen. Ja, ja.
Hier, die... Toll. Dann halt ab in die Nummer Java Postbaracken, Posten, wie auch immer. Da kann auch immer gut handeln. Und ich schwitze, hier sind 1000 Grad in diesem Raum. Das ist so schrecklich. Also, das Gewicht auf 100 reduzieren, das ist natürlich... Von den Kings, dass sie sich zurückgezogen haben. Ich hoffe, das ist da drin nicht aufgehoben, sondern nur beim Losziehen, weil sonst kann ich ja keine Sachen mit aus dem Tal da mitnehmen. Das wäre ja ziemlich beschissen, sagen wir es mal so. Wieder da? So. Ach komm, hier. Wir haben das Geld. Des 87. Stamms. Ja, doch, Stimpaks noch. Ja, ja. Arzttasche nehme ich auch noch mit. Munition. Jo. Dann kann ich das eine noch nach Novak bringen. Ah, dann ins Hotel. Und dann geht's auch gleich in der nächsten Folge dann aber ab. Ins Zion-Tal. Zion ist für mich immer Neukana. Das sind so religiöse Begriffe, ne? Die kenne. Das ist so wirklich. Ich bin ja absolut kein Bibelmensch. Deswegen. Kann ich damit nichts anfangen. So. Unter 100. Das fängt schon mal gut an. Wichtig. So, jetzt ist die Frage, welche Waffe nehme ich mit? Wie viel wiegen die da zusammen? Okay, vielleicht kann ich beide mitnehmen. 44 habe ich mit der Rüstung. 44, 47, 57. Ich habe 60 nur mit den Waffen. Okay. Dann lege ich die panzerbrechende Munition ab. Den größten Teil der normalen und die Hälfte des Sprengstoffs. Und ich lege auch viel von meiner normalen Munition ab. Diese Spritzen fallen nicht ins Gewicht. Aber ich nehme sie trotzdem mal lieber nicht mit. Das Wasser, die Brockblumen. Ja, das sind Sachen, die ich nur zum... brauche. Okay, ja, diese Munition ist halt so extrem schwer. Ja, nochmal 20 weg. Aufbereitetes Wasser. Arzttaschen würde ich eigentlich schon gerne mitnehmen. Stealth Boys hier, 9. Kann ich jetzt noch 5, 12, 20. Ja, es wiegt halt schon viel. Dann haben wir gerade so nämlich 200 Schuss, 50, 50. Es muss reichen. Weil ich will nichts wegwerfen, nämlich. Die Rüstung, das ist alles gut.
Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen Cut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.